Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, wir sind hier mit dem Barbaren im Akt 5 und ja, ich denke mal, wir werden den Kauderwelsch-Stein suchen gehen. Dazu müssen wir in den Akt 3 gehen. Ich wollte noch sagen, dass ich zeige euch kurz noch die Sachen, die ich gefunden habe mit dem Hexendoktor. Ja, hier ist das Huhn, das habe ich ersetzt mit einem Frosch. Und der mehr Damage macht. Hier habe ich zum Beispiel die Geißel nochmals gefunden. Und irgendwo habe ich noch, der Hammer von Askelek. Und Avavarion, Stab von Lysander. Der ist noch interessant, der gibt immer Schreineffekte, wenn man Dämonen tötet. Oh, der müsste ja richtig geil sein. Ja, sonst habe ich nichts. Also, dann gehen wir mal. Habe ich nicht so viel Neues, also ich habe nicht so viel Glück mit dem Hexendoktor. Ich weiß jetzt nicht, ob wir... Ich glaube, man muss... Ja, das ist die Frage. Ich glaube, wir müssen die Schlachtfelder gehen und dort die Frosthöhle aufsuchen. Die ist leider nicht immer dort. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dorthin müssen, wo die Belagerungseinheiten sind. Oder ob wir hier Los geht's. Machen wir die Hunde fertig. Hin müssen. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber... Das werden wir auch sehen. Da ist schon die erste Leiche. Es waren einfach ja, das so sagt nicht viel. Ihnen. Die Männer fangen an, die Hoffnung zu verlieren. Die Reihen der Dämonen scheinen endlos. Sie kommen ohne Unterlass, ob Tag oder Nacht. Und egal, wie viele wir von ihnen töten. Nichts verlangsamt. Ja, aber bitte nicht zu viel lecken. Oh, ich hasse die Serben manchmal. Hilfe. Blizzard kann einfach nicht normale Server machen. Ihr kommt zu spät. Wir werden alle sterben. Da müssen wir noch ein bisschen Gelecke aushalten, bis es sich ein bisschen beruhigt hat. Da kann Fraps noch 300 FPS anzeigen. Wenn der Server laggt, da kann man nichts machen. So. Aber egal, wir spielen jetzt einfach ein bisschen laggy. Solange wir spielen können. Ah, die Schnauze. Suchen die Fresshöhle. Du musst nicht sagen, was du einsetzt. Lyndon. Sag ich schon zu ihm, Lysander. Der war bei Diablo 2 zu Gesicht. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich glaube, er ist... Akt 3? Nein, Akt 2. Pff. Keine Ahnung mehr, wo... Ja, aber er war Akt 2. Was ist das? Wenn es der ist, der nicht mehr... Könnt ihr es nicht spüren? Ja, ist ja schon gut. Ach komm, hier. Ist zu dick. So. Ja, ich spiele nachher auf Profi, also. Bisschen schwer wollen wir es auch haben. Aber meistens sind die Gegner einfach zu zäh und machen keinen Spaß. Frosthöhle, ich will dich sehen. Was ist hier eigentlich? Ein leichengepflasterter Weg. Ah, das ist das Brickenlager. Ah, auf die Fate-Kaserne. Nein, das ist nicht. Ah, Krüdes Außenposten. Ah,
Brückenlager ist im Rakis-Durchgang oder so. Genau. Sah so brückig aus. Oh, ich sehe ja Dämonen. Und ich sehe eine Falle. Ist mir egal. Okay, keine Falle. Von mir aus. Werdet herangezogen. Ich töte euch so schnell. Nicht genug Wut. So. Noch mehr. Okay, ist ein das interessant. Ding Champions. Ja, das ist doch mir egal, ob du hier Blitzzauber hinsetzt oder nicht. Also hier ist es wahrscheinlich nicht. Dann gehen wir ins nächste Gebiet. Es ist nur so klein. Ah, jetzt müsste man Sprint haben. Die sind zwar besser, aber haben keine physische Fähigkeitenschaden mehr. Das ist schon ein bisschen wichtiger. Und hier haben wir eine verfluchte Truhe. Da ist die Brücke. Sieht aber so aus, als hätte sie schon bessere Tage gesehen. Ich brauche Wut. Nur Schrott bekommen wir. So macht man das in Königshafen. Kannst du aufhören? Der Barbar wirbelt natürlich bisschen buggy herum. Wieso nicht? Ja. Wenn der jetzt so bleibt, das wäre cool, aber die werden jetzt kaputt gehen. Die Zeit abgelaufen ist. Und ich greife zweimal Blag der Widerliche an, okay. Auch ein Bock? Oder war das einfach ein doppelter Gegner? Scheinbar war der doppelt durch die Tür noch. Noch nicht bereit. Action. Denn hier für Scheiß Pläne Ding, wie sagt man den Kraftmaterialien einfach. Und hier ist die Frosthöhe. Eisschlaghöhen, nein, da wollen wir nicht rein. Also dann werden wir nochmals kurz rausgehen und wieder rein. Und dann haben wir auch ein Level Up. Sehr schön. So. Also müssen wir Rakis durchgehen. Wird gemacht. Also Corsi. Nein, Korsik müssen wir. Aha. Und hier? Höhlen des Frostes.
Da müssen wir, oder was? Ich habe neue Kraft geschöpft. Dann gehen wir hier rein. So. Demoralisieren, aha. Nicht genug Wut. Einer für alle Schmerzen unterdrücken, aha. Sonst nichts. Ah, oh, Baba, du hast zu wenig gute Fähigkeiten. Schon einige Zeit habe ich nichts mehr Besseres gefunden. Ich muss dann mal Feld der Pflugscharen schauen. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich glaube bei dem. Nein, nicht bei dem. Ja, toll. Schmerzen unterdrücken. Eine für alle ist was? Aha, Verbündete erhöhen. Das ist Marathon. Umwerfen und Bimde stampfen. Revanche. Überwältigen. Ah, Erdrutsch schauen wir noch als Fähigkeit. Da ist es ja. Kampfrausch. Das ist das. Aber das ist eben kritische Treffer. Nein, da lassen wir die Dauer erstmal. Genau. Wir müssen noch ein bisschen kritische Trefferchance sammeln, damit sie das nützt. Und wir brauchen sie auch nicht so wichtig momentan noch. Später brauchen wir es dann, also das ist wichtiger, weil die Explosionen ausführen und so. Die Heilkugeln, wenn wir die richtigen Items haben. Und dann ist das ist dann heftig, also dann explodiert alles. Schade, dass die nicht gehüpft sind, sonst hätten wir ganz viele getroffen mit dem Drohruf. So, jetzt können wir mal groß werden wieder. Ah, das ist nichts. Ich weiß nicht, ob er in der zweiten Ebene ist oder wo der Gegner, der uns den Kauderwelschstein droppt. Ja, wir gehen mal in die zweite Ebene. So. Ah, zu früh. Ich bekomme blöden Schaden vom Feuer. Ja, was ist jetzt? Ja, immer dieses Feuer, das macht extremen Schaden. Ah, haut doch nicht ab. Ich will doch extra Drop. Bravo. Ja, greif doch nicht den an. Oh. Jeder einzelne Kreuzritter war ein Krieger von außergewöhnlicher Kraft. Er beherrschte die Macht des Lichts, die Macht von Schwert und Schild und die Macht des Lichts. Das doch das noch gäbe. Jeder hatte einen Eid abgelegt, als Kreuzritter zu leben und so zu sterben.
Vor 200 Jahren machten sich die Kreuzritter mit ihren Knappen ins Sumpfland im Osten auf. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Bis heute. Hier ist es recht hell gewesen. Ja, hier. Überbeleuchtung. Okay, hier ist nichts mehr. Den Stein haben wir nicht. Ja, okay, dann machen wir nochmals einen Run. Er müsste schon in der zweiten Ebene sein, sonst wird das noch natürlich nicht so. Oder warte, nein. Kann schon in Ebene 1 sein. Wir machen es mal. Weil ich denke, der ist recht selten. Und wenn wir den verpassen, das wäre fatal. Dann müssen wir wieder lange Glück haben. So, hier kann man noch unten entlang. Dann gehen wir noch kurz unten entlang. Kannst du ein bisschen schneller rennen? Hier ist auch noch was. Ein bisschen Nebel. So, was ist hier unten? Hoffentlich geht's noch ein bisschen weiter. Ja, es geht noch ein bisschen. Hallo, bist du hier irgendwo? Ich brauche dich doch. Auch so ein Lakoni, ich weiß nicht mehr wie er heißt, aber er heißt nicht besonders gut. Und ja, okay, ja, der droppt dann nochmals per Zufall diesen Stein. Zuerst muss man den Gegner finden, also zuerst muss man die Frösthöhle finden, dann den Gegner finden und dann noch die Chance auf den Trott haben, also das Glück haben, dass er den Stein droppt. Und das ist nicht so häufig. Aber dann können wir ins Pony-Level, wann wir wollen. Dahin müssen wir. Ich denke, die Frosthöhle ist relativ häufig hier. Das ist noch eines der häufigsten. Oh nein, jetzt kommen die Flattervieh wieder. Ach Blizzard, wieso nervt ihr immer so mit diesen kleinen Nebenaufgaben? Wenn sie wenigstens ein bisschen spannend wären. Aber nein. Was ist denn hier los? Weg da. Und was haben wir hier für eine Höhle? Ja, wieder Frosthöhle. Gut. Ja, ja, jetzt könnt ihr draußen bleiben. Flatter 4. So. Hm, der Rohrruf macht fetten Damage. Kampf. Zeit zu plündern. Naja, nicht gerade hart, aber ja, die Dinge sind auch sehr gut, die Uranen. Das ist eine sehr mächtige Spell geworden. Früher war er eher so lala als Nebenunterstützung. Hatte viel zu hohen Cooldown. Jetzt geht der Cooldown eigentlich noch.
Ihr habt gegen mich keine Chance. Können wir eigentlich dann noch schauen, ob es einen besseren gibt. Ja, die hatten ja nichts aus. Und eine Splittergeißel. Dieser Name. So. Bisschen linear dieses Level. Na, ihr's. Ja, ihr wollt explodieren, ich weiß. Ich muss Blizzard unbedingt einen Schönheitspreis für die Levels geben. Die sind ja so wunderbar linear. Oh Gott, da fühlt man sich sehr, sehr demotiviert. Ah, ihr macht Schaden, ihr nervt. So. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Ah, hier geht's weiter. Wir müssen nach oben entlang. Meine Runs sind immer so richtig ausgiebig, nicht sehr schnell. Ich kann manche Spiele, die immer Speedrun machen, nicht verstehen. Man muss doch das Spiel genießen können. Ah, diese Feuerverzauberung macht extrem Damage. Völlig unbalanced. Hallo. Ich sehe ein bisschen blutig und zerstückelt aus. Geht es euch gut? Scheinbar schon, sie sagen nichts. Und die Musik, die nervt. Ist ja gut, dass man so ein bisschen, wie sagt man, der Musik so ein bisschen, ja, orientalische Musik oder was das ist, reintut, aber doch nicht in einem Action-Rollenspiel. Blizzard hat irgendwie einen kaum komischen Geschmack. Das muss einfach mal gesagt werden. Bei Secret 2 so richtig Heavy Metal Musik und hier so Trailer Musik aus den 80er und noch früher. Ist das Arkanschaden, dass die so leuchten? Haben wir Arkanschaden? Kälteschaden? Nö, wir haben keinen Arkanschaden. Irgendwas sonst? Ah, wahrscheinlich wegen dem Amulett, genau. Weil das Amulett ja ringsum Arkanschaden macht. Zerluster, das ist wahrscheinlich. Komm schon, bitte kaute Wäsche. Nö, natürlich nicht. Wieso denn auch? Ach, schade. Ja, was ist denn das für ein Zäh, der hat Ding. Vampir. Also können wir eigentlich schon den nächsten Run versuchen. Meine Hiebe vernichten euch. Ja, genau. Sie töten nicht, sie vernichten. So, nächster Run. Irgendwann droppt der auch vom Lakuni. Russa.
noch mal kurz Händler. Ihr findet hier alles, was ihr braucht. Ja, das ist nur Schrott hier. Wir brauchen einen Unique wieder. Der ist ein bisschen besser, aber Spalten ist natürlich drauf. Da ist er schlechter. Ja, die zwei. Ja, die müssen gar nicht aufheben eigentlich. Ja. So. Ja, man findet eigentlich immer recht gute Sachen. Und wenn man so etwas aufhebt, dafür braucht man nur Slots. Und ich habe sehr wenig Slots, also wenig Item-Slots frei in der Truhe. So. Haben wir nochmals Glück mit der Frosthöhle? Ich denke nicht, aber können es ja versuchen. Ah ja, wir haben wieder Glück. Wir haben uns die sogar als Quest diesmal. Habt ihr schon Angst? Ja, ein bisschen durchwirbeln. Das ist schon extrem OP, nicht genug, wenn man den Berserker anhat und wirbelt. Ist schon fast schon zu leicht. Ja, wie viel kommen hier noch? So, jetzt gehen wir einfach rein. Fertig mit dem. Also Level 2 ist er. Da können wir eigentlich direkt gehen. Schrein des Schutzes brauchen wir überhaupt nicht. Wir haben so gute Lebensabsaugung und so. Etwas kommt. Ich glaube, es will uns wehtun. Es will uns wehtun. Schade, dass die nicht sehen, dass wir so extrem OP sind. Machen immer die Standardsprüche. Oh, sie haben Angst und so. Und jetzt sind sie beeindruckt. Ja, droppt nicht immer so viel Geld. Na? Nicht so lange, bitte. Ja, gut. Ich will den Kauderwelsch da. Die Vorfahren sind mir heut. Das ist er nicht. Ich bin geheim. Was ist jetzt los? Hey. Wie spawnt ihr noch? Lizard hat das immer noch nicht gefixt, dass die weniger spawnen, wenn sie schnell sind. Das macht die schnellen Gegner, also die von Grund aus schnell sind, zu harten Gegner. So, kurz hier unten die Edelsteine mitnehmen. Haben wir hier unten noch irgendwas vergessen? Nö. Nur Müll. Was haben wir hier zum Beispiel? Betäuben nehmen wir. Auch wenn die Chance gering ist, schon geil. Low brauchen wir nicht unbedingt, das so ist ja zu wenig mächtig.
und auch die Gegner, die zähesten Gegner sind mit den drei Uralen. Ein Kinderspiel. Und hier ist er wieder. Nein, das ist Chitara. Ich werde stärker. Stufe 44 mit Hieb an Stacheln und was noch? Der Ruf des Ariad Versprung. Aha. Ah, noch Wirbelwind, Auge des Sturms. Da können wir mal nachschauen. Auge des Sturms. Nee, nicht Blitz. Wir könnten schon Arkan Ding nehmen, aber wir haben genug Wut. Nicht. Ja, Wuterzeugung meine ich. Ja, der gibt natürlich sehr viel Leech. Was wollte ich noch machen? Hier schauen.